Hallo und willkommen zurück zu Drakensang. Wir reden jetzt mal mit dem guten Humbert. Nö, nicht noch so einer. Erst diese Gestalten, die uns aus der Ruine vertreiben. Dann tauchen fast gleichzeitig dieser Totschläger Ronkwa und die herumschnüffelnden Sonnenanbeter auf. Glauben denn alle, sie können einfach mal eben in mein Revier hereinspazieren und machen, was sie wollen? Und jetzt auch noch du? Was willst du denn vom alten Humbert? Fremde? Fragezeichen. Von wem redest du eigentlich alles? Der ganze Wald ist in letzter Zeit voll von mit Wahnsinnigen und Mördern. Zuerst diese Kultisten, die uns aus der Ruine verjagt haben, dann das Brajotengesindel und zu guter Letzt ist auch noch dieser Mörder Ronkwe mit seinen Halsabschneidern hier aufgetaucht. Wie soll ein ehrlicher Räuber wie ich da noch sein Tagwerk nachgehen, frage ich dich. Aber wenn ich mir dich so ansehe, kommt mir doch glatt eine Idee. Willst du dir nicht ein paar Dukaten verdienen? Hoho. Vielleicht. Erzähl erst mal, aber schnell. Weiter im Westen, bei der Furt über den Fluss, hat diese üble Totschläger Ronkwa sein Lager aufgeschlagen, will mir die Herrschaft über den Wald streitig machen. Erledig ihn für mich und ich werde dich gut entlohnen. Hoho. Na, wie sieht's aus? Held oder Häschen? Wir können natürlich auch sagen, ich glaube, ich murks einfach dich ab und hol mir bei Ronkwa meine Belohnung ab. Also einfach ganz ablehnen oder zustimmen und ich sag einfach mal, gut, ich werde den Kerl für dich erledigen. Mach das und komm wieder, wenn er tot ist, dann gibt's deine Belohnung. Dann Wer machen wir uns bekommt mal auf meine den Mitleid? Weg und bringen den anderen Räuber um. Falsche Richtung. War da oben eigentlich irgendwas? Ich muss gerade mal neugierig gucken, ob man da weiterkommt. Und da haben sie ihre Dukaten versteckt. Das ist doch schön. Das ist nicht schön. Dann gehen wir wieder nach unten. Kann ganz gut sein, dass wir jetzt bei dem anderen Räuberhauptmann auch noch einen Deal machen können. Aber ich befürchte, der will auch einfach nur, dass wir den Humbert umbringen und also so oder so, einer von beiden muss dann wohl dran glauben. Man kann sich natürlich auch ganz aus der Sache raus lassen, neutral bleiben und einfach die Nebenquesten nicht machen. Also, da oben ist er. Aber wir sind ja eine wagemutige Elfe. Ein bisschen gutherzig, aber jetzt auch nicht so, dass wir nicht vor einem Mord zurückschrecken würden. Und da lauert wieder was auf uns. Ronkwas Handlanger. Moment, Armatrutzzauber. Na klar. Zerrit, Sanja, Yandra, Aitara. Ups. Folgt mir. Phorax. Mein. Bei meiner Axt. Klar, das darf mal wieder jemand grillen. Und dann war es das auch schon wieder. Aber mir fällt gerade ein, wir haben ja Rüstung geklaut beim Räuber. Ich
gerade mal gucken, ob wir die gebrauchen können. Und zwar, das waren diese ledernen Armschienen. Ich habe Handschuhe an. Mein Charakter. Alles klar. Die... Klar, das kann ich vielleicht das mal anziehen. Oder die Quindala. Ich gucke. Ich gebe es mal der Kladdis und dann hatten wir noch die Sturmhaube und den geflügelten Helm. Ach, wir hatten auch noch Nietenarmschienen, die sind sogar noch besser. Folgt mir! Ja, da sonst die Kladdis das Bessere hat, also in der Rüstung, kriegt mein jetzt mal die Nietenarmschienen, die Quindala. Die sind ja hoffentlich nicht irgendwie mit Metall versehen, weil dann könnte sie nicht mehr zaubern. Ah, aus Stahl. Das könnte, glaube ich, problematisch sein. Ich muss gerade gucken. Nein. Sieht so aus, als könnte sie trotzdem noch zaubern. Okay. Ein Schwert, ein Wort. Er hat den Beckenhelm auf 3 und... Eins, das kommt irgendwie auf dasselbe drauf raus wie das da. Dann werde ich die verkaufen. Dann haben wir noch dunkle Lederhose. Ich habe meine tolle grüne gefütterte, die möchte ich auch behalten. Sie hat eine rote, er hat die dunkle, sie hat auch eine dunkle. Okay. Dann noch was, und zwar, wir haben natürlich auch diese Beinschienen der Flammen. Da hat mich letztens jemand in einem Kommentar nochmal drauf hingewiesen, und weil er gefragt hat, warum ich das eigentlich nicht anziehe. Weil das sind ja diese Rüstungsteile, die man natürlich bei der Drachenqueste bekommt, jeweils immer ein Stück. Und wir haben ja schon eine gemacht, deswegen haben wir jetzt diese Beinschienen der Flammen. Und die geben natürlich auch guten Rüstungsschutz, zumindest linkes, rechts Bein 2. Aber ich ziehe es nicht an, weil ich es einfach hässlich finde. Also das ist ein schlechter Grund, ist mir bewusst. Aber ich habe es beim ersten Mal, als ich Drakensang durchgespielt habe, auch, glaube ich, eher erst gegen Ende angezogen alles. Bin trotzdem dann mit dem, was ich hatte, zurechtgekommen. Ich kann die mal anziehen. Ich habe jetzt dann keine Schuhe. Ich finde die Rüstung echt einfach extrem hässlich. Also da haben sie leider sich was... sehr unschönes ausgedacht. Und deswegen ziehe ich die nicht an. Hätte ich gerne meine Stiefel wieder. So. Und dann geht's weiter zum Ronqua. Ups. Und das Questenbuch blinkt die ganze Zeit, das nervt mich. Der Kampf könnte ein bisschen schwieriger sein. Ich werde mal kurz speichern. Und vielleicht beschwören wir auch schon mal das Wildschwein. Saranar Ayola. Brave Wölfe. Weniger brave Feuerfliegen. So, wo seid ihr denn da hinten? Gespeichert hatte ich jetzt, oder? Ja. Ah, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Was haben wir denn da? Das möchte ich haben. Jetzt steht sie auf der Blume drauf. Und Kladdis hat eine Falle entdeckt an der Truhe. Dann halt nicht, dann gehen wir erstmal weiter und kümmern uns um den
Was haben wir denn da, Schickes? Siehst weder aus wie einer von Humberts Versagern, noch bist du einer der Schwächlinge vom Gutshof. Bist auch kein Sonnenanbeter. Vielleicht bist du ja für etwas zu gebrauchen. Also den Satz, was haben wir denn da, Schickes, könnte ich eigentlich auch sagen, wenn man mal so seinen Helm betrachtet. Ha, sehr schön. Wofür willst du mich denn gebrauchen, Hörnerschädel? Na, wir könnten uns zusammen den ganzen Wald hier unter den Nagel reißen, Schätzchen. Deine Hände, mein Kopf. Wie sieht's aus? Interessiert? Ich würde eher sagen, mein Kopf, deine Hörner. Wie stellst du dir das vor? Los, ohne Umschweife. Ist ganz einfach. Der Räuber Humbert und seine Spießgesellen haben sich nördlich von hier verschanzt. Erledige die ganze Bande für mich, dann gehört der Wald endlich mir. Sollst natürlich nicht leer ausgehen, Mädel. Ich bezahle dich in klingenden Dukaten oder geb dir was von unserer Beute ab. Hey. Na, wie sieht's aus? Bist du Drache oder Maus? Ich glaube, ich töte einfach dich und hole mir bei Humbert meine Belohnung ab. Du bist ja frech. Los, Jungs, lasst uns diesem Grünspanne Lektion erteilen. So, ach, der Armatrost-Zauber ist leider schon fast abgelaufen. Aber gut, wir versuchen's. Sprich, Freund. Wir müssen halt ein bisschen, Moment, ach ja, auf den Ronkwer selbst aufpassen, weil der ist der Stärkste und der macht wirklich Probleme. Ha! Komm schon! Erwacht! Kann die Glattes heilen und kann die Gwendola mal den Vorkommen heilen. Und bitte wieder alle auf den Ronke. Mit allem, was wir haben, blitz dich und ach. Der Vorkommen wird richtig zugerichtet. Mal ein Einbenzuf trinken. Mein Atem geht ruhig. Und du machst mal einen gezielten Schuss auf ihn. Ach so, sie war noch am Heilen. Na gut, dann ist er jetzt auch ordentlich geheilt. Na klar. Hey, ja. Das bin ich. Ha! Mein Sprich, Freund. Und noch ein gezielter Schuss. So langsam kriegen wir ihn klein. Jetzt kam die Gwendola gar nicht mehr zu ihrem Schuss. Sehr schön. Der einzige mit Verwundung ist der Vorkommen. Wir anderen sehen eigentlich alle ganz gut aus. Das hätte wesentlich schlimmer ausgehen können. Etwas Kohle. Echte Kohle. Und hier haben wir nochmal unechte Kohle. Geld. Ne? Ja. Ich will mehr. Ausrauben. Lass mich.
Den Knüppel können wir behalten. Steckbrief vom Ronqua und 6 Dukaten, 6 Silbertaler und 6 Heller. Mal sehen, was wir dann noch vom Humbert bekommen für die Sachen. So, habt ihr doch irgendwo noch eine Truhe stehen gehabt da hinten? Na klar. Die darf die Klattes öffnen. Voll entschärfen und öffnen. Ah. Angekokelt. Ich habe vergessen, die Haarnadeln zu benutzen. Ist ein bisschen blöd hier mit der Kamera unter dem Zelt. Hört man dauernd das Zeltdach an, vorm Gesicht. Und immerhin 4 Einbeeren. So, Sanja, folgt mir. Glattes nochmal. Diesmal mit Haarnadeln. So, ein Breitschwert, ein anderthalb Hände und ein Kriegsrammer und ein Streitkolben. Nehmen wir alles mit. Nee, mag ich jetzt nicht mitschleppen. Ich glaube, wir haben schon wieder so richtig viel Krempel dabei. Dann gucke ich mal. Also von uns kämpft natürlich keiner mit Schwert, Kurzschwert oder so. Diese anderthalb Hände. Muss ich erstmal gucken, was das eigentlich ist. Moderne und elegante Zweihandwaffe. Talent Zweihandschwerter. Hat keine. Und ein Breitschwert. Der Kriegshammer, der könnte vielleicht was für den Vorkram sein. Zweihandhiebwaffe. Aber er kämpft momentan mit Einhandwaffe. Hiebwaffen, Zweihandhiebwaffen. Ja, da wird nämlich nochmal unterschieden. Das ist blöd. Dann kann keiner was mit anfangen. Hoffentlich bekommen wir noch jemand in die Gruppe, der das kann. So, der Steckbrief vom Ronqua. Gesucht. Von rechtens wegen zur Verurteilung seiner Untaten. Mordraub und Wegelagerei. Brandschatzung und Mordbrand. Totschlag, Tempelschändung, Presserei und Fügung einer Raubesbande. Steht unter Acht des Fürsten vom Kosch und Grafen zu Ferdok. Der Vogelfreier bekannt unter dem Namen Ronqua. Wieso nimmt man seinen eigenen Steckbrief mit? Frag ich mich da. Ich bin gesucht, das muss ich mir merken. Nehme ich mal meinen Steckbrief mit, damit ich es nicht vergesse. Ja, gut. Zurück zum Humbert. Und ich gehe in die falsche Richtung. Was sehe ich denn da oben? Das ist doch das Priotenlager oder so. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geachtet, also normalerweise gucke ich ja, dass ich so 15 Minuten Videos ungefähr mache. Wenn das jetzt ein bisschen länger wird, ist auch mal nicht so schlimm.
dauert für mich dann halt nur länger mit dem Hochladen. Aber ich möchte jetzt wenigstens noch zum Humbert zurück. Immer noch, wo eigentlich der ein Holzfäller abgeblieben ist. Irgendwer muss den doch gefangen gehalten haben oder er hat sich verlaufen und steckt irgendwo fest, ich weiß nicht mehr. Ach, du bist es. Was gibt's? Ronquell guckt sich künftig die untere Seite des Waldes an. Du hast ihn abgemurkst? Wunderbar. Hier nimm deine Belohnung. Der alte Humbert lässt sein Wort. Hält sein Wort. Ist nicht so viel, aber leg dir noch was drauf. Der Schlüssel zu unserem Lagerraum in der Ruine. Oh, den gibst du mir einfach so? Naja, das meiste hatten wir dann doch noch irgendwie rausschaffen können in all dem Chaos und Geschrei. Sind zwar noch einige wertvolle Sachen dort, aber die sind es nicht wert, mir von diesem Kapuzen ihren Herz und Gedärme rausreißen zu lassen. Außerdem, wenn du den Schlüssel verwenden kannst, bedeutet das ja, dass du es reingeschafft hast. Und dann können ja auch wir wieder zurückkehren. Ja, das ist Humberts Logik. Das heißt, wenn wir dann in die Ruine von den Blutbergen gehen, können wir dann auch mal nach diesem Räuberschatz Ausschau halten. So, wie gesagt, Brotzeit haben wir noch. Finde den vermissten Holzfäller. Ich habe keine Ahnung, wer ist. Vielleicht laufe ich ihm zufällig noch über den Weg. Ansonsten muss ich noch der Jusmine Bericht erstatten. Und zu dem Tanzplatz gehen. Und das mache ich dann im nächsten Video. Eins nach dem anderen. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.